Servus, meine Pfeifenfreunde auf YouTube. Das letzte Pfeifenvideo ist ein bisschen her. Es tut mir auch leid, dass hier gerade die Sonne so krass herballert. Aber genau deswegen sitze ich hier, weil es einfach angenehm ist, nach den kalten Tagen jetzt, dass man einfach wieder mal eine schöne Sonne abbekommt. Richtig abbekommt. Heute wird natürlich auch wieder eine schöne Pfeife geraucht. Und zwar meine neue Winslow Crown. Eine schöne, handgemachte Winslow Crown. Ist noch nicht geraucht, ist noch ganz frisch. Also ihr seid jetzt live dabei. Bei der Entjungferung sozusagen. Heute an diesem zweiten Advent erwacht diese Pfeife zum Leben. Hat einen relativ großen Kopf, optisch, hat aber ein mittelmäßiges, tendenziell sogar kleines Füllvolumen. Macht aber nichts. In die Pfeife rein, kommt der Trillery von Faun, ein Tabak, den ich auch sehr gern mag, weil zur Zeit zumindest. Der Pfeifenstopfer, der Hornstopfer vom Opa. Die IKEA-Streichhölzer, die sind tatsächlich sehr gut, finde ich, zum Pfeife anzünden. Die mag ich sehr gern. Die brennen auch schön lange und kosten nicht viel. Ich bin ja generell nicht so der Zündholz-Fan. Also drinnen schon. Draußen finde ich es immer ein klein bisschen schwierig. Mhm. Aber es geht wunderbar. Wo wir gerade beim Sachen vom Opa sind. Freunde, ich habe an euch eine Bitte. Ich habe von meinem Opa ein Pfeifenfeuerzeug bekommen. Der Wind tut mir leid, sorry, aber die Natur, ne? Wir sind ja direkt am Busen der Natur. Schönes Pfeifenfeuerzeug von meinem Opa, aber es funktioniert nicht. Ich habe schon Gas reingefüllt und man sieht auch vorne einen Funken, wenn man hinschaut, also rein visuell müsste es einfach funktionieren. Tut es aber nicht. Jetzt bin ich aber kein Feinmechaniker. Ich kann euch einen Tisch bauen, aber wie ich ein Feuerzeug reparieren soll, das weiß ich nicht. Wenn da jemand eine Ahnung hat, das vielleicht sogar reparieren kann, darf er sich gern bei mir melden. Ich sage nur so viel, es wird euer Schaden nicht sein. Da gibt es ein fettes Nikolausi dann. Oh ja. Der darf sich gerne melden. Neue Mail-Adresse, neue Instagram-Name steht jetzt im Profil hier drin. Das heißt, ihr könnt mich jetzt wunderbar kontaktieren. Kommen wir mal zum heutigen Thema, Freunde. Um was geht's denn heute überhaupt?
Heute habe ich mir gedacht, spreche ich mal das Thema Häufigkeit an. Also wie oft Pfeife rauchen ist richtig, wie oft Pfeife rauchen ist falsch, wie viel Pfeife rauchen ist schädlich, wie viel Pfeife rauchen ist vielleicht sogar gesundheitsfördernd. Und dabei sei grundsätzlich mal Folgendes gesagt. So wie mit jedem meiner Videos will ich niemanden auf den Schlips treten. Ich will niemanden vorschreiben, was er zu tun hat. Jeder soll bitte seine Pfeife so rauchen, so oft rauchen, so viel rauchen und so rauchen, wie es ihn entspannt, wie es ihm gut tut und wie er das möchte. Bitte. Da soll sich keiner von irgendwem reinreden lassen. Ja? Das, was ich jetzt gleich sage zu dem Thema, sind lediglich meine Gedanken dazu und wie ich für mich persönlich die Sache sehe. Aber das heißt nicht, dass sich da irgendjemand dran orientieren muss, das so machen soll wie ich und so weiter und so fort. Das ist nur mal eine Idee von Video. Vielleicht dreht der eine oder andere von euch auch eine Videoantwort darauf. Irgendwie sowas. Ich will nur das Thema mal in den Raum werfen. Total wertfrei. Also ich für mich persönlich halte das mit dem Pfeiferauchen schon wie was Besonderes. Das hat für mich nichts zu tun mit Nikotinsüchteln, mit ich brauche meinen Nikotinschub, meine Hände zittern schon, ich werde schon nervös, ich brauche jetzt mein Nikotin. Dafür ist die Pfeife nicht da. Oh, also die raucht sich ja ganz toll. Was meint ihr? Hübsche Pfeife, gell? Das hat mit Sucht oder so für mich persönlich nichts zu tun. Das ist was Rituelles, es ist schon fast was Meditatives und das ist nichts, was ich persönlich jeden Tag und schon gar nicht mehrmals pro Tag haben will, weil ich finde, wenn man das zu inflationär macht, zu häufig, zu regelmäßig, zu selbstverständlich, dann geht so ein klein bisschen dieses Ritual flöten. Ich suche mir vielleicht einen Tag vorher, denke ich schon drüber nach, welchen Tabak rauche ich denn morgen? Ich habe morgen früher Feierabend. Und dann, welchen Stopfer nehme ich denn? Nehme ich den vom Opa oder den vom Vater oder keine Ahnung? Da beginnt das Ritual für mich schon. Ja? Und dann sitzt du in der Sonne und eine Stunde lang sinnst du deinen Gedanken nach und grübelst, überlegst über ein Problem, überlegst über menschliche Beziehungen, was gerade los ist in deinem Kopf, in deiner Welt. Wie geht's dir? Was ist los mit dir? Ja? Und was ist los mit den Menschen? Und wie man grübelt. Und das kann sehr heilend, fördernd und sehr toll sein. Und das ist für mich Pfeife rauchen. Und dazu natürlich den Tabakgenuss. Jetzt will ich das aber nicht so inflationär täglich und schon gar nicht mehrmals täglich machen. Ich weiß, es gibt viele Leute, der durchschnittliche Pfeiferaucher raucht bestimmt irgendwie so 3 Pfeifen pro Tag oder sowas. Das ist bestimmt häufig der Fall. Vielleicht nicht der durchschnittliche, aber es ist bestimmt, also auf jeden Fall täglich. Das machen, denke ich, wirklich die meisten. Und das ist weder falsch noch richtig. Das ist einfach anders, wie ich das mache. Bei mir ist es so, ich war jetzt auch knapp 2 Wochen krank, Schnupfen und so weiter und so fort. Das passiert, wenn man 2 Kinder hat, die halt in die Kita rennen oder ein Kind hat, das in die Kita rennt, die schleppen dir dauernd Sachen nach Hause. Und in diesen 2 Wochen habe ich nichts geraucht.
einfach weil es nicht gepasst hat. Ich will da auch nicht meine Bakterien da irgendwie reinblasen dann und das ist, ich war nicht in Stimmung, mir ging es nicht gut, es war auch super kalt draußen und wenn das nicht passt, wenn irgendwas nicht passt, dann rauche ich keine Pfeife. Das ist für mich nicht so selbstverständlich. Das ist für mich nicht so selbstverständlich wie Kaugummi kauen. Das ist was Besonderes, das ist ein Ritual. Und ich kann auch normal werktags gar nicht. Ich komme irgendwie um 5 nach Hause oder kurz vor 5 von der Arbeit. Dann spiele ich mit meinen Kindern noch, bringe dann die Große ins Bett. Und weil sich meine Frau noch nicht von der Kleinen lösen kann im Bett, koche ich dann sogar. Und dann ist es irgendwie 8:30 oder 8 Uhr. Hab meine Frau noch gar nicht gesehen an dem Tag und gehe um 10 wieder ins Bett. Ja, also ich habe überhaupt keine Zeit werktags für eine Pfeife. So fängt es bei mir schon mal an. Aber dann am Wochenende, dann kommt das Ritual, dann überlege ich, ne, normale Coke oder Rum-Cola, weißt du, geht's los. Und dann irgendwie einen Tag vorher schon, mein Gott, was rauchst du denn dann am Samstag? Aber man freut sich schon so. Und das ist für mich das Erlebnis, die Experience, das gehört alles damit dazu. Und ich finde, dem beraubt man sich so ein bisschen, wenn man so inflationär am Tag einfach so viel Pfeifen wegzieht. Aber wie gesagt, nur meine Meinung dazu. Ich sag nicht, dass wenn ihr jetzt vier Pfeifen pro Tag raucht, dann seid ihr keine Genussraucher, sondern Süchtige. Nein, versteht das bitte nicht so. Ja, es kann jeder, wie gesagt, machen, wie er das möchte. Zum Thema Gesundheit. Es ist jedem von uns klar und deshalb mache ich auch keine Schriftzüge vorher, Rauchen ist schädlich, bla bla bla. Weil, komm, und Bier macht besoffen, ja, ach nee. Ja, ich glaube, dass das einfach jedem klar ist. Ja. Es ist Nikotin, es ist und bleibt irgendwo schädlich. Aber ich sag's mal so, es gibt einen sehr viel größeren Killer in Deutschland und das ist Stress. Und ein kontrollierter Genuss, einmal, zweimal die Woche, nicht mal immer, ja, sondern halt manchmal noch nicht mal das, das bringt dich, glaube ich, mehr runter und ist somit gesundheitsfördernder, wie es schädlich ist. Weißt du, das ist immer so diese Waagschale. Ja? Ich glaube, dass ein kontrollierter Pfeifengenuss nicht schädlich ist. Man kann es natürlich auch übertragen auf Genuss-Zigaretteraucher oder natürlich Zigarreraucher. Ja? Die rauchen ja auch nicht 3-4 Zigarren am Tag, sondern halt am Wochenende eine. So finde ich es halt am schönsten. Aber wie gesagt, wenn jetzt jemand 3 Pfeifen pro Tag rauchen will, derjenige macht nichts falsch oder so. Das ist nur für mich nicht das Richtige. Das ist nicht meine Herangehensweise an das Thema Pfeife. Aber diese Meinung hat auch niemand zu teilen. Das kann bitte jeder machen, wie er lustig ist. Und ich sage das absichtlich so oft, weil ich höre euch schon tippen. Manche von euch. Ich rauche aber 3 Pfeifen am Tag und ich bin auch ein Genussmensch. Ja, ist mir klar. Vollkommen klar. Weil manche Leute neigen mit einer beängstigenden Vorliebe dazu, nicht richtig zuzuhören und sich dann wahnsinnig aufzuregen in den Kommentaren. Raucht sich ganz hervorragend.
Also wie seht ihr das? Also ich persönlich sage, es muss halt Genuss und Ritual bleiben. Und auch beim Arbeiten, ich verstehe das gar nicht, wie man in der Werkstatt stehen kann und währenddessen mit einem Arbeitstag 4-5 Pfeifen wegrauchen kann. Das ist doch, ich kann das doch gar nicht genießen. Mich dem Tabak gar nicht zuwenden, gar nicht mit dem Tabak plaudern, gar nicht, also das geht doch nicht. Für mich geht's nicht. Jetzt habe ich genug gelabert. Wie gesagt, wenn jemand irgendwie sich vorstellen kann, dieses Feuerzeug vielleicht reparieren zu können, für den Fall, dass Teile notwendig sein sollten, zahle ich die dann natürlich auch. Aber mir würde es viel bedeuten, weil es halt von meinem Großvater ist und ich das gern benutzen würde, natürlich. Sonst verstaubt es auf dem Dachboden, das wäre auch schade. Und vielen Dank, dass ihr letztes Mal mein Messer-Review so sportlich aufgenommen habt. Es gab keine Beschwerden, das finde ich schon mal gut. Aber wie ihr seht, es ist ja nur zusätzlicher Content, es ist ja kein... Das hier bleibt ein Pfeifen- und Genusskanal. Aber ich bin wieder so ein bisschen zurück zu den Wurzeln gegangen. Nur hin und wieder mal. Das wird kein Dauerzustand, keine Sorge. Ich habe gerade einen Redeflash. Also reden wir noch mal kurz über die Sache mit den Abonnenten, mit den Followern, bla bla bla. Ich mag das Thema auch nicht, aber es brennt mir gerade irgendwie so auf der Seele und ich will natürlich, dass mein Kanal wächst, dass er gedeiht, dass er, das ist ja auch so ein Projekt wie so ein Baby, das gehegt und gepflegt wird. Und ganz ehrlich, ich will euch bitte bitten, wenn ihr es noch nicht getan haben solltet, für dich, der da vor der Scheibe sitzt, ist es ein Klick. Bitte abonniere den Kanal. Bitte. Mich würde es super viel voranbringen. Und ja, ich werde vielleicht auch um Silvester rum noch ein Gewinnspiel starten, Freunde. Und es wird natürlich tolle Preise geben. Glaubt's mir, dranbleiben lohnt sich also. Ja, ein kleiner Klick. Abonnieren. Würde mir super viel bringen und es ist für die Zuschauer kein Aufwand. Also das ist ein kurzer Klick und ihr könntet mir damit sehr helfen. Also, ich freue mich auf eure Videos und genieße jetzt meine Winslow fertig mit dem Trüleri. Ich verstehe diesen Namen nicht, aber der Tabak ist okay. Bis zum nächsten Mal.